sind wir vollzählig. Ich darf euch ganz herzlich begrüßen zu unserer Pressekonferenz vor unserem nächsten Spiel. Wir treten am Samstag auswärts bei der Spielvereinigung Greuther Fürth an. Und darüber wollen wir heute mit euch reden. Ich würde sagen, dass ihr am besten direkt loslegt mit euren Fragen. Fangen wir an mit Timo Müller vom Kicker. Ja, es ist so ein Thema, das uns sehr interessiert und Sie wahrscheinlich auch. Wie genau wird es denn für Sie in Fürth aussehen? Vom Ablauf her wissen Sie schon, wo Sie sitzen werden, nachdem ja jetzt gestern nochmal die Nachricht kam, die uns zumindest überrascht hat, dass es eben ein Innenraumverbot nur ist und anders ist, als wie es bei einer gelb-roten Karte zum Beispiel gewesen wäre. Ich weiß nicht genau, wo ich das Spiel schauen werde. Schauen werde ich das auf jeden Fall. Fakt ist, dass ich während des Spiels nicht unten auf der Bank bin, aber sonst eigentlich bis vor dem Spiel mit der Mannschaft zusammen sein kann und in der Halbzeit auch. Peter Herbert Eisenhut von Sport aus Mainz und der FAZ. Ja, also wenn es kein Innenraumverbot gibt in einem leeren Stadion, heißt das ja, du kannst dich auch von der Tribüne aus bemerkbar machen, oder? Ob ich mir von der Tribüne bemerkbar machen kann? Ich darf meine Mannschaft während des Spiels nicht coachen, aktiv. Und deswegen, das macht der Babak und die anderen Jungs morgen. Und so ist es. Timo Müller vom Kicker nochmal. Wie wird die während des Spiels die Verbindung zwischen Ihnen und Ihrem Vertreter aussehen? Das klären wir erstmal alles ab. Müssen auch gucken, wie die Möglichkeiten in Fürth sind. Und deswegen, das klären wir. Ich würde kurz eine Frage einschieben, die ich digital bekommen habe. Und zwar von Achim Scholl vom SWR. Er möchte auch was zu deinem Co-Trainer Babak Kihanfa wissen. Er fragt, wie ist sein Verhältnis oder dein Verhältnis zu Babak? Ist das eine echte Männerfreundschaft? Und was gibst du ihm auf den Weg für die 90 Minuten, die dann unten vor ihm liegen? Männerfreundschaft. Ganz genau, das ist das Wort, was er... Ja, es ist eine Männerfreundschaft. Ich kenne den Babak schon lange und wir kommen sehr gut klar miteinander. Und ich habe volles Vertrauen, dass er auch diese Aufgabe meistern wird mit den anderen. Die anderen stehen natürlich auch mehr in der Verantwortung während des Spiels. Es ist nicht nur Babak. Wir müssen das als Trainerteam diese Aufgabe auch lösen. Und was gebe ich ihm mit auf dem Weg? Nicht so viel. Ich glaube, das ist auch nicht Babaks erste Bundesligaspiel. Es ist halt sein erster als Verantwortliche, Hauptverantwortliche an der Linie. Ich habe, wie gesagt, Vertrauen, dass er die Aufgabe auch meistern wird. Timo Müller vom Kicker. Ja, vielleicht noch eine Frage zu ihm. Wenn man von oben nur guckt, also hier bei den Heimspielen zumindest, sieht es oft so aus, dass er eigentlich der Impulsivere ist von Ihnen beiden. Jetzt sitzen Sie wegen vier Gelben oben draußen, er macht das. Ist das von daher ein bisschen kurios vielleicht sogar? Oder täuscht der Eindruck von außen? Nee, das ist schon ein emotionaler Typ, der Babak auch. Aber wie gesagt, ich auch. Also weiß nicht genau, was ich so die Frage beantworten soll. Wie gesagt, der wird sich auch seine Gedanken machen wegen der Aufgabe morgen und wird die richtigen Antworten finden auf die Fragen, die ihnen halt auch gestellt werden morgen. Peter Mufaresch von der Bild-Zeitung. Wo, um den gesamten Ablauf zu verstehen, also ihr fahrt ja heute schon nach Fürth dann und du fährst ganz normal dann, nehme ich mal an, mit dem Bus, Mannschaftshotel, ihr fahrt ins Stadion zusammen, du darfst sogar die Kabine betreten, ist das richtig? Und ab wann verabschiedest du dich dann, überlässt dem Babak das? Ist das dann erst 30 Minuten vor Spielbeginn oder darf der in der Kabine zum Beispiel die Ansprache halten? Das klären wir auch, aber alles bis dahin ist richtig beschrieben. Aber die Details, die klären wir noch. Wir haben gleich ein Abschlusstraining, das haben wir eher uns darüber Gedanken gemacht und wie das Ganze morgen wird, da haben wir genug Zeit im Bus, das auch zu besprechen.
Ich habe noch eine Frage von Achim Scheu, die er mir gerade per WhatsApp geschickt hat. Nochmal ein bisschen allgemeiner, nicht nur so sehr auf das Fürth-Spiel bezogen. Wie erklärst du dir die Auswärtsschwäche in der letzten Zeit und wie möchtest du das abstellen? Ja, wenn ich das halt mit einem Wort so zusammenfassen kann, dann würde ich das auch machen. Aber ich finde, das beschreibt es halt nicht. Das sind unterschiedliche Spiele, wenn man die halt so betrachtet. In Stuttgart war ein anderes Spiel als Bayern. Wo Bayern, fand ich, war ein gutes Auswärtsspiel. Frankfurt war nochmal andere Gründe und Leipzig halt komplett andere Gründe. Fakt ist, dass wir insgesamt auswärts von der Leistung, klar auch von den Punkten, aber von den Leistungen nicht konstant genug agiert haben und da nicht so viel Verlass auf was uns ausmacht, auf dem Platz zu sehen war. Das erklärt es am meisten, dass ich in einige Spiele eher das Gefühl habe, dass es sehr viel an uns lag, dass es so ausgegangen ist, als es Gegner war. Das ist halt das Thema auch in dieser Gruppe, dass wir in der Lage sind, mit der Qualität, die wir haben, dass es viel an uns liegt, wie das Spiel halt auch ausgeht. Und das hat man leider in ein paar Auswärtsspiele gemerkt oder gesehen, dass wir nicht an diese Leistungsgrenze gekommen sind. Peter Herbert Eisenhut. Woran lag es denn dann am Dienstagabend in Bochum? Was habt ihr denn in der Analyse als entscheidend ausgemacht? Ja, einiges. Sagen über das ganze Spiel haben wir mit dem Ball halt nicht die Qualität gehabt. Defensiv haben wir bis zum 1-1 eigentlich ordentlich agiert, haben keine Torchance zugelassen und dann geben wir das Spiel aus der Hand nochmal. Eher wegen uns als das Bochum was anders gemacht haben und uns dann mit Power oder Qualität dann plötzlich bespielt haben. Wenn man das Spiel im Detail anschaut, liegt dann unser Verhalten, dass es dann in die Richtung gegangen ist. Und deswegen haben wir dann auch Bilder gezeigt und das angesprochen, weil wir halt nicht zufrieden sein können, was da ab der 1-1-Tor passiert ist. Pascal Affelder von der Allgemeinen Zeitung. Mufi, kannst du ihm das Mikrofon einmal hinten reichen? Danke. Danke. Nach dem Pokal aus wurden Sie auf der PK schon mal darauf angesprochen, dass es aus der Mannschaft hieß, vielleicht wollten die Bochumers mehr als wir. Da meinten Sie, ich kann natürlich nicht in die Köpfe der Spieler gucken. Wurde das denn nochmal thematisiert? Haben Sie es nochmal angesprochen, um sicherzugehen, dass das, falls es der Fall war, in Fürth nicht wieder passiert? Ich habe die Sachen angesprochen, die ich für wichtig halte gegenüber die Mannschaft. Und das muss ich halt hier alles nicht unbedingt dann auch sagen. Es gibt ein paar Sachen, deutliche Sachen, die wir halt besprechen müssen. Das haben wir getan. Und damit ist das Spiel auch ein Stück weit abgeschlossen. Und der Blick richtet sich ja auch nach vorne. Und nach vorne ist halt Fürth morgen. Und da erwartet uns ein nicht so einfaches Spiel. Frank Hellmann von der Frankfurter Rundschau hat eine Frage reingeschickt. Er sagt, wir haben jetzt viel über deine Gelbsperre geredet. Wie oder was, zu welchem Schluss bist du denn in deiner Selbstreflexion gekommen, was du machen könntest, damit du nicht mehr gesperrt wirst? Ja, auch da, das habe ich ein paar Mal beantwortet. Der Schuld liegt bei mir und ich muss halt auch mir verbessern und andere Sachen anders machen, das ganz konkret und so weiter, will ich auch nicht, brauche auch nicht in Details so gehen. Es ist offensichtlich, dass es zu viel war und darüber muss man reflektieren und halt auch ein paar Endergebnisse dann ziehen für sich selbst. Das gehört zum allgemeinen menschlichen Prozess. Peter Mufaresch. Inwiefern führst du denn, sagen wir mal, die schwankenden Leistungen jetzt auch auf die eingeschränkten Möglichkeiten zurück, die ihr durch die Verletzungssorgen und den kleinen Kader gehabt habt? Und inwiefern ist am Samstag als morgen da Besserung zu sehen? Also ich gehe mal davon aus, dass St. Just wieder spielen kann, ist das richtig? Der steht uns zur Verfügung, ja. Der stand uns auch zur Verfügung am Dienstag, aber
Der war 3 Monate raus. Und zu erwarten, dass er 3 Tage nach 90 Minuten, wo wir nicht gedacht haben, dass er 90 Minuten spielen kann, das nochmal spielen kann, war einfach nicht sinnvoll. Aber der JR steht uns zur Verfügung. Und die andere Frage war, Inwiefern also, hängt die dünne Leistung in Bochum zum Beispiel oder auch überhaupt die Auswärtsleistung auch mit euren wenigen personellen Möglichkeiten da zusammen? Das weiß ich nicht. Also wir haben uns entschieden für einen eher kleineren Kader und das habe ich auch schon mal betont. Wenn du halt A sagst, musst du auch B sagen und dass ein paar Spieler dann irgendwann auch wegfällt, das ist auch klar, das musst du kompensieren. Das sind auch andere Spieler, die halt ihre Chance dann bekommen und das müssen die dann auch zeigen. Das ist die Ende von dieser Geschichte. Also wir hätten natürlich vielleicht gerne mit genau dem gleichen Personal gespielt, nochmal gegen Bochum. Aber das ist halt auch nicht möglich und man hat auch gesehen, die ersten 55 Minuten waren die Jungs in der Lage, eigentlich eine, sag ich mal, ordentliche Partie abzuliefern, steht 1-0 auswärts in Bochum. Was danach kam, glaube ich, nicht daran lag, dass das der und der oder der nicht gespielt hat. Es lag an andere Sachen, die nicht unbedingt mit personell verbunden waren. Wir haben eine weitere digitale Frage. Man hört oft, dass Spieler ein anderes Verhältnis zu ihrem Co-Trainer haben als zu ihrem Cheftrainer. Wie blickst denn du auf das Verhältnis zwischen Babak und dem Team? Sehr gut. Es ist sowieso klar, dass Co-Trainer am liebsten ein anderes Verhältnis haben soll zu den Spielern als der Cheftrainer. So war es auch zu meiner aktiven Zeit. So ist es auch jetzt. Und konkret angesprochen hat der Babak einen guten Draht zu den Jungs und ich glaube auch, dass die bereit sind, für ihn halt durch Feuer morgen zu gehen. Pascal Affelder von der Allgemeinen Zeitung. Kommen wir mal zum Gegner. Führt mit, ich glaube, 7 Punkten Tabellenletzter. Ich gehe mal stark davon aus, unterschätzen werdet ihr die nicht, aber wo habt ihr denn trotzdem Chancen ausgemacht, die zu knacken und was sind vielleicht auch die Qualitäten von Fürth? Ja, die Qualitäten sieht man zuletzt. Klar, wenn man das über die ersten 19 Spiele sieht, ist 7 Punkte natürlich nicht viel, aber guck mal isoliert auf die letzten 5 Spiele zum Beispiel. Da haben die ein Spiel verloren, das war in Dortmund. Sonst haben die 3 Heimspiele gehabt, wo die alle so 0 gespielt haben. Haben Union da auch geschlagen. Es ist schon eine Mannschaft in einer anderen Verfassung, als gegen den wir gespielt haben hier am 3. Spieltag in unserer Arena. Die lassen nicht so viel mehr zu, es ist kompakter und trotzdem haben die auch nicht ihr spielerischer Ansatz verloren. Also es ist schon, dass die auch in der Lage sind, sehr, sehr gut zu kombinieren mit guten technischen Einzelspielern. Ich finde, dass der Stefan einfach eine gute Balance jetzt gefunden hat zwischen mit dem Ball und gegen den Ball. Und es ist eigentlich ziemlich klar, wie die Spielansatz von denen auch sind. Und sieht man auch, die hatten auch in Bielefeld eigentlich gewinnen müssen, hier vor einer Woche. Das sagt ein bisschen aus, welche Entwicklung die da auch gemacht haben. Und man muss nur auf die letzten 5 Spiele gucken, um zu sehen, dass morgen kein einfaches Spiel uns erwartet. So müssen wir das angehen. Pascal, noch eine Nachfrage? Ist es denn psychisch oder mental irgendwie eine andere Situation, dass man mehr Druck verspürt, gegen den klaren Tabellenletzten irgendwie gewinnen zu müssen, dass die Erwartungshaltung eine andere ist? Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie die Spieler das spüren und fühlen. Ich spüre das nicht und fühle es nicht. Ich finde, dass wir das, was ich gerade gesagt habe, ist, dass wir diesen Gegner sehr, sehr ernst nimmt, weil wir sehen, alle Mannschaften zuletzt haben Riesenprobleme mit denen auch gehabt. Und da wartet uns eine große Aufgabe, was halt bei anderen, wenn die Tabelle halt gucken oder ihr, wenn die Tabelle angucken, den vielleicht ein bisschen anders beurteilt. Das ist
man bei euch, aber ich muss das inhaltlich betrachten und ich habe einige Spiele von Fürth gesehen, die letzten, und sah ganz gut aus. Und da entsprechen natürlich auch, das finde ich schon, dass die Leistung halt Respekt verdient auch haben. Gibt es noch Fragen eurerseits? Ich sehe keine Händchen mehr. Handy ist auch stumm. Dann bedanke ich mich für eure Fragen, für eure Aufmerksamkeit. Und wir alle sehen uns am Samstag in Fürth. Das Spiel wird live übertragen bei Sky und natürlich von Tim Klotz auf 05er FM bei Bitburger. Vielen Dank. Dankeschön.